Stricky? Hallo allerseits, hier ist Stricky bei World of Tanks. Genau gesagt, wieder mal bei World of Tanks Classic. Wie man an der Grafik natürlich schon erkennt und auch an der Melodie, an den Fahrzeugen und an der Karte und allen drum und dran. Zur kurzen Erklärung, ich habe es ja im letzten Video schon erklärt. World of Tanks Classic war eine Aktion im Frühjahr 2019 von World of Tanks. Damals hatte man natürlich schon die neue Grafik von 1.0 schon eine Weile eingeführt. Man hatte damals einen alten Server zur Verfügung, gestellt und darauf das alte World of Tanks aufgespielt. Ich glaube 0.1.1 ist es, ach, ich weiß es auch nicht, 0.70. Jetzt war ich komplett durcheinander. Genau, aus dem Jahre 2011. Damals war noch vieles anders, optisch, akustisch, aber auch die ganzen Forschungsreihen waren noch die meisten gar nicht da. Und auch noch nicht so ausgeprägt und auch teilweise komplett anders. Erkennt man hier am KV, den ich fahre, Stufe 5 Panzer. Es gab nicht den KV1, KV2, sondern es gab nur KV auf Stufe 5. Man konnte sich da den jeweiligen Turm aussuchen und die jeweilige Gun erforschen und kam von dem KV aus dann zum KV1S, KV3 und ich weiß gar nicht, ob ich noch zum dritten kam. Könnte die Arti gewesen sein. So, diese Karte hat sich hier nicht groß verändert seit damals. So, die groben Züge sind erhalten geblieben. Natürlich wurde hier und da rumgeschraubt, vor allen Dingen optisch. Aber auch solche Stellen wie E1, EF1, das ist jetzt ein bisschen größer, ist jetzt eine regelrechte Plattform geworden. Critical Hit, das will man hören, wenn man mit dieser Gun auf den Panzer schießt. Und auch da oben diese felsige Gegend, ihr AB9, AB0, so in der Drehe, das war damals noch komplett anders. Vielleicht kommt das später noch, ich weiß es selber nicht mehr, was auf den Aufnahmen drauf war. Deswegen, auch wenn ich es damals selber gespielt habe, nach knapp 3 Jahren weiß ich auch nicht mehr, was ich da fabriziert habe. Warum diese Videos erst jetzt kommen, nach so langer Zeit? Ganz einfach. Ich hab die Festplatte, Festplatte aufgeräumt oder aufräumen wollen und tatsächlich was gefunden. Ja, kein Effekt, keine Ahnung. Und letztendlich, die Aktion WOT Classic lief, glaube ich, war es März 2019, soweit ich weiß, noch über ein Wochenende. Deswegen war ich auch arg unter Zeitdruck, wenn man auch noch arbeiten muss an dem Wochenende, hat man nicht viel Zeit. Und ich wollte aber so viel wie möglich das spielen und wahrscheinlich auch zeigen, deswegen habe ich es aufgenommen. Hier hätte ich gern geschossen, aber der Turm wollte nicht, so wie ich wollte. Und als der Turm dann soweit war, war da eine Düne plötzlich. Und das war der KV-1S mit dieser mega 122er Kanone. War damals das auf Stufe 6 das Überfahrzeug KV-1S. Ne? Egal welche Clan-Aktion man machen wollte, Teamgefechte oder Kompaniegefechte oder was es da so gab, KV-1S war das Maß aller Dinge mit der dicken Kanone natürlich. Wurde ja, wie man jetzt weiß, rausgenommen später der KV-1S in der Form und gab es dann den KV-85. Leider nicht so ein Übertier wie der hier. Jetzt kommen wir auf Fjorde. Eine Karte, die im Grunde auch so geblieben ist. Also die Berge sind noch ungefähr da, wo sie waren. Und ich fahre hier den Panzer 5-4. Warum fahre ich den? Den habe ich in echt nicht. Und dort konnte man auch sich die alten Premium-Fahrzeuge noch kaufen. Galt aber nur für diesen WOT Classic-Account. Also die hat man dann nicht behalten oder so. Leider.
So, natürlich hier klassisch die vielen Artis, Stufe 3 Artis auf unserer Seite, dann noch die 4er Arti dazu. Also 4 Artis, glaube ich, auf unserer Seite beim Gegner. 1, 2, 3, 4. Es waren ein bisschen andere Zeiten in Sachen Arti. Heute wird immer viel über die Arti geschimpft, ja, auch manchmal in überzogener Art und Weise. Damals war das viel schlimmer, fand ich. Und die haben damals nicht, da gab es nicht Splash-Schaden so ein bisschen, oder man war mal so ein bisschen gedämpft in den Fähigkeiten. Nein, die haben dich rausgeschossen mit AP. Zack, warst du weg. So schnell konntest du gar nicht gucken. So, die Engstelle, also das sieht jetzt optisch alles ein bisschen karger aus, nenne ich mal so. Heutzutage natürlich alles schöner gewachsen, detailreicher und so weiter, aber im Grunde diese Ecke gibt es immer noch. Diese Engstelle, nenne ich es mal. Leider nicht viel Schaden gemacht jetzt. Kann ich nochmal genüsslich am Kaffee schlürfen? Und ist natürlich eine Kaffee-1S-Party. Wollte halt jeder nochmal spielen, das alte Fahrzeug, wie es war, das Spielgefühl nochmal nachempfinden. Ist halt dieser. Au, 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 dieser Nostalgie-Effekt. Wahnsinn, ne? Mich haut's hier auch gleich weg, bin ja auch ziemlich alleine hier. Kann noch mal einen mitgeben, aber das war's dann auch bestimmt gleich. Jawohl. Get out! Gleich raus aus dem Gefecht, genau. So, dann fahren wir halt mit dem Leopard mal ein bisschen. Erlenberg. Ja, da hat sich einiges hat sich doch ganz schön verändert, Erlenberg. Blick auf die Minimap reicht aus. Das war damals Zweierlinie, ein bisschen mehr bebaut alles irgendwie. Und ja, die Caps so nah beieinander. Die Stadt an sich war nicht so ein Schlauch, wie er heutzutage ist. Heutzutage fahren die ja die Heavys alle da so am Fluss lang in der Stadt. War damals gar nicht so. Hat sich mehr verteilt, sage ich mal. Ich muss doch nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Und zum Thema KV1S-Party, ich glaube, wir haben 7 Stück dabei, wenn ich jetzt richtig zähle. Dazu noch 3, 4 Artis. Geil. Da muss ich selber lachen, also. Ja, hier ging es auch den meisten nicht um das kompetitive Fahren, sondern um dieses Nostalgiegefühl. Nicht mehr, nicht weniger. Und das sei ja uns Spielern auch mal gestattet. Und das war eine super Aktion von Wargaming. Würde mir wünschen, die würden das wiederholen. Auch vielleicht mit anderen, wie nenne ich es jetzt, Spielzuständen. Also nicht unbedingt 070 aus 2011, vielleicht eine Version aus 2012, 13, 14, 15, ist egal. Ab und an mal eine andere, ist sicherlich ein großer Aufwand, einen extra Server da bereitzustellen. Aber es wäre einfach mal schön. Und dann auch mal viele andere Maps zu sehen, die jetzt hier noch gar nicht zu dem Spielstand 070 waren die noch gar nicht drin, wie zum Beispiel Severogorsk oder was fällt mir noch ein? Nordwesten, eine Map, die ich geliebt habe. Und gibt es ja bestimmt noch einige mehr. Bei Hafen weiß ich jetzt nicht, ob die da schon drin war. Raus war sie noch nicht. Aber da gibt es ja sicherlich noch viel mehr Maps. Also deswegen, ich schaue mir auch gerne die alten Videos an. Nur wegen der Optik, den Maps, den Fahrzeugen, einfach so aus der Nostalgie gründen. Am liebsten natürlich den allerersten YouTuber, den ich selber so ein bisschen verfolgt habe damals. Das war der Broken, falls jemand den kennt. So, und jetzt aber husch husch rüber auf die andere Seite.
Nein, ist nicht. Bei 070 konnte man nicht ins Wasser fahren, ins Wasser fallen, man konnte sich nicht ertränken. Man konnte auch nicht über die von der Brückenkante runterfallen oder von Abhängen runterfallen. Gab's nicht. Also konnte man wunderbar besoffen spielen scheinbar. Später, als ich dann anfing, war das aber dann möglich schon. Ich habe Ende 2012 angefangen mit Spielen hier bei World of Tanks. Und da hinten sieht man schon hier riesige, ein Artiness. Jetzt hätte ich vielleicht einfach stehen bleiben sollen, einen Schuss setzen, ein Stück fahren, stehen bleiben. Ja, stattdessen versuche ich sie aus der Fahrt, aber ihr seht ja allein schon mein riesiger Zielkreis. Der sagt einfach nur nein. Ja, das haben die Artis für mich erledigt hier. Und da war ich weg. So, gleich wieder raus. So, jetzt gucke ich mal hier rein, was man erforscht. Ach, man kam zum KV-1S, zum KV-3 und zur S51 der Arti. Ach, Komarin, herrlich. Auch eine Karte, die ich da sehr vermisst habe, wo sie weg war. Die bin ich wirklich gerne gefahren. Und was war bei der Karte toll? Das muss ich selber überlegen. Man hatte in der Mitte die Brücke, die dann noch später erweitert wurde. Diese Stadt in der Mitte. War dann so ein richtiger Heavy-Treffpunkt. Und ja, man konnte auch wunderbar rundherum fahren. Wir hatten damals im Clan regelrechte Rennen, wo man so Wettrennen, wo man praktisch um solche Karten rundherum fahren musste. Sehr lustige Zeiten, hat man viel gemacht. Clan-technisch. Mein alter Clan ist ja dann auch, ich sag jetzt mal, eingeschlafen. Trotzdem Gruß hier an die alte ZGW. Ich erinnere mich ja immer noch gern dran. So, und was? Ja gut, hier die Karte wurde dann, glaube ich, 2-3 Mal verändert. Ja, was soll ich sagen? Es ist schon etliche Jahre her, wo die dann rausgenommen wurde. Ich habe die immer gemocht mit diesen Häuschen, Blockhäuschen hier. Auch relativ weitläufig, man musste nicht so sich übereinander stapeln. Oh, da. Und die KV-2-Gun, ne? Und so ist das. Vorhin in dem Gefecht, ich stand direkt vor den Panzern, da ist nichts passiert, als ich eingezielt und geschossen hatte. Hier auf große Entfernung, kleines Ziel, das rungst man natürlich weg. Das ist so diese KV-2-Trollgun. Und die hat sich bis heute nicht verändert. Kommt mir heute noch manchmal so vor, wenn du direkt davor stehst vor dem Ziel und schießt, passiert nichts, aber auf weite Entfernung, da rungst du alles weg. Oh, hier Kundschaft, einiges an Kundschaft. Ehe der einzielt, ist er weg, ja. Da ist noch einer, brauche ich nicht einzielen. Der ging wieder nicht dahin, wohin sollte. Einiges los auf Komarin. Was ich zugeben muss, dass ich jetzt gar nicht wüsste, wie die Karte heißt, wenn es jetzt nicht eben am Anfang des Gefechts dagestanden hätte. Sehr schön. Ich habe zwar gar nicht auf den gezielt, aber der ist mir schön reingefahren. Hat sich doch gelohnt. Alleine um die Karte nochmal zu sehen, hat sich für mich das Video schon gelohnt hier. Wie schön die Obstbäume hier auch blühen.
Während sich hier das Stahl zerstört. Ja, oh, 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 das ist ja hier ein Geballer. Ach, noch ein Heavy. Eine regelrechte KV-Walze hier. Immerhin. Er hat immerhin getroffen. So, aber ein Blick auf die Minimap sagt mir, der Gegner ist in unserem Cap drinne. Aua. So, den habe ich auch weg. Nummer 3. Kleines Problem. Ich wollte jetzt darüber fahren. Das ging erst aber später als 2011. Hat natürlich einen Nachteil. Hier hätte man eigentlich durchfahren können, aber es ging nicht. Ist noch was zum Anzielen, aber eh der eingezielt hat. Mhm, aber getroffen. Ist schon mal was. So, wir cappen, Gegner cappt. Ich ziele noch eine Weile ein, aber hätte vielleicht auch selber mal mich auf den Cap konzentrieren sollen. Versuch zum zweiten Mal durchs Wasser zu fahren, aber das geht nicht. Ja, Jungs, wir müssen da runter und irgendwie cappen. Das sieht gerade gar nicht so gut aus. Alle Heavys hier. Ansonsten haben wir nur noch Artis, wie es aussieht. Aber die Arti scheint schon die Cap zu haben. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist auch einer von den Gegnern rausgefahren aus dem Cap. Oh, und der kriegt noch eine. Aber da ist die Hummel. Die Hummel hat es geregelt. Die hat uns den Arsch gerettet in dem Gefecht. So, das sind die Battle Heroes. Ja, die Hummel ist mit dabei. Na, auf jeden Fall, die hat uns gerettet hier. Damals haben die Artis den Decap gemacht, und zwar vor Ort. Sehr schön. Auch die alte Garage, herrlich, oder? So, KV1S. Habe ich ihn freigeschalten. Für den reicht es auch noch. Und da habe ich überlegt, ob ich da noch die Standardmunition reinbaue oder nicht. Ja, was nu? Vom KV-1S kann man dann zum KV-13, mittlerer Stufe 7 Panzer oder halt zum IS. Eigentlich habe ich immer gesagt, die IS. Warum auch immer. Dabei heißt es ja, ist Josef Stalin abgekürzt, ne? Also der IS, der ist eigentlich richtiger, aber weiß nicht, warum mir das jetzt gerade jetzt in dem Video so einfällt. So, scheinbar habe ich mich hier informiert über die Kanonen. Ja, die musste ich ja eh freischalten, um da weiterzukommen. Da unten sieht man auch die 122er
Mega Kanone. So, schalten wir mal drauf. KV-1S, da ist er schon erkennbar. Sieht ein bisschen sportlicher aus wie der KV. Oh, alles ein bisschen reingebastelt hier, der Schissen. So, jetzt der Klassiker. Genau, Ansetzer. Stafi oder Richtantrieb, genau. Nee, oben. Ja. So, Ausbildung. Das ist auch mal interessant zu sehen jetzt. Mannschaftsausbildung, ne? Oder diese Fertigkeiten. Gab nur drei. Vor allen Dingen gab es eine nicht, die Lampe. Also es gab viele nicht, unter anderem die Lampe. Es gab wirklich nur Reparatur. Firefighting und Camouflage. War auch noch recht rudimentär, sag ich mal. Ist schon ein wenig komplexer heutzutage, die Geschichte. Mach doch die Repairs rein, Junge. Was? Einer noch. Und dann geht's los, Junge. Wollen wir sehen? Drück Play. Battle. So, da. Aha, der VK 2801 freigeschaltet. Jetzt wird es aber mal Zeit genug rumgeguckt hier. Zack, rein. Bergpass. Eine Karte, die für mich heutzutage winterlicher aussieht. Kann es jetzt nicht anders beschreiben. Damals war das immer so, wirkte grüner und offener. Auch ein bisschen kerger vielleicht. Man hat heutzutage halt auch... Man kann die Optiken gar nicht miteinander vergleichen von heute und damals. Für damalige Verhältnisse war es in Ordnung. Und zugegebenermaßen, man auch wenn die Grafik alle 2 Jahre neu gemacht werden würde, man würde es nicht mehr würdigen, weil man achtet im Gefecht weniger auf die Grafik, mehr auf die Gegner, würde ich mal so sagen. So, fahren wir lang, links rum, rechts rum. Auch hier, also ein Blick auf die Minimap reicht, um zu sehen, die Karte hat sich nicht groß verändert. Kleinigkeiten ja, aber im Großen und Ganzen, die groben Züge sind geblieben. Oh, auf der Minimap sehe ich schon, kommt einer rüber, das ist der M5, der will spotten. Oh, der ist ja schon bei uns am Hügel. Oh, da fährt ein... Seht ihr den... das kommt ein großer grüner Punkt. Der will drüber fahren. Nee. Doch nicht. Jetzt entfernen sie sich wieder. Kampf der Punkte. Wenn es mal langweilig wird, guckt auf die Minimap. jetzt kommt noch ein anderer grüner Punkt. Und noch einer. Auf den roten Punkt. Ein Gewusel hier. Und irgendwie kriegen die den roten Punkt nicht klein, ne? Oh, jetzt sind es drei, die in der Mitte. Jetzt haben die den umzingelt, den kleinen roten Punkt. Die grünen Punkte. Da ist er weg. Haben sie den Wusel erwischt hier. Zini, Spaß am Montag. Das war Action auf der Minimap, ich sag's immer wieder. So, hier der Teil der Map ist heutzutage ein bisschen mit mehr Deckung behaftet. Damals viel offener, ne? Genau, nicht getroffen, oder? Schön.
Ja, die Fahrstrecke ist noch ungefähr dieselbe, wenn man da langfahren möchte. Weiß nicht, warum ich das jetzt mache. Wahrscheinlich, weil ich den schnellsten Panzer im Gefecht habe. Aber da haben sie schon ein paar Hügel noch hingezogen, ne? So, da pinkt schon einer an. Wir haben den Gletscher komplett ignoriert. Ich nenne es mal jetzt Gletscher. Dafür fahre ich hier so weit außen rum, da ist auch keine Sau, also sinnlos eigentlich, dass ich da lang gefahren bin. So, schönen guten Tag. Hätte ich jetzt die dicke Gun drauf, hätte ich mit einem Schuss weggenommen. So allerdings habe ich nur ein bisschen geärgert. Mittlerweile liegen wir ganz gut in Führung. Wie schnell sich die Teams auch so halbieren. Da ist ein böser KV. Ja. Von links kam dächtig jetzt auch noch. Ja, genau, da kommt noch was von links. Die Arti. Böse Arti. Das war unsere Arti. Einfach den KV mal schnips, weg ist er. Nicht wie heute mit Splash Damage. Oh, der ging natürlich nicht durch. Ist denn hier nur los? Eieiei, T-34 da hinten. Und er lebt noch. Ja, das war nicht der Todesstoß. Stattdessen habe ich ihm die Kette gezogen. Komm jetzt aber mal. Konzentration. Kam damals noch das gute Goddam. Und du auch noch. So einen verträgt er noch. Die Situation am Gletscher hat sich übrigens von selber geklärt. Mittlerweile leben vom Gegner nur noch zwei Artis. Bezeichnen. Oh, da ist es. Oh, die will mich. Er hat noch einen losgelassen, aber mich nicht getroffen. Die böse Arti. So, Panzer 5, 4 vor mir. Weiß nicht, fährt durch ein Cap? Ne, ist ein Cap. Such die Arti da hinten. Da ist aber nicht, die ist über mir. Werde ich mal geschwinde den Berg hinauf rasen. Aber wie gesagt, Arti ist immer mit Vorsicht zu genießen. Die damals, die haben alles weggerungst. So, mal gucken, ob ich... Jawohl, der ist... Aber einer noch. Sehr schön. Na, das rief doch ganz gut. Halt auch gut, dass die Kanone schneller nachlädt als jetzt die dicke Gun. Ich nenne es mal so. Lief doch gar nicht so übel, das Gefecht. Gefallen mir aber diese alten Endgame-Stats. Gehen wir wieder auf Forschung. Damals war halt der Bildschirm noch nicht so überladen. Heute die Garage bei WoT ist meiner Meinung nach auch ein bisschen zu überladen. Lass mal einen Schluck einnehmen hier. So haben wir die dicke Gun, den Turm freigeschalten und natürlich auch das Fahrwerk, sonst hätten wir das gar nicht einbauen können. Der Motor, nicht unwichtig, man hat eben gesehen, wie ich den Berg hoch geschlichen bin. Er schluch hoch. Und es reicht noch fürs Funkgerät, super.
Natürlich muss man, um weiterzukommen, noch die andere Kanone erforschen. Aber das sieht doch schon mal genial aus, ne? Brauche ich natürlich andere Mumpeln. Das sind ja die 122er. Und das war damals die Übermaschine, ne? Genau, noch die Lüftung mit eingebaut. Tarnung sah damals auch ein bisschen einfacher aus, ne? Ja, ich überlege, was ich nehme, denke ich mal, aber für 7 Tage müsste ja ausreichend sein. Das Event WoT Classic lief ja damals keine 7 Tage. Einfach ein bisschen draufgeklatscht. Gab 2-Ton- und 3-Ton-Farbe, man konnte aber weiter nicht viel aussuchen. Also mit Sommer, Winter war nichts und auch mit... Ja, gab nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Man war ja schon froh, wenn man die überhaupt ein bisschen schmücken konnte, die oder individualisieren konnte, die Fahrzeuge. Ist natürlich, heutzutage kann man die ja sonst wie verunstalten. Das, in der Beziehung ist das Spiel wesentlich bunter geworden. So, danke ich mich erstmal mit einem schönen KV1S fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Stricky, da ist das Bild schon weg. Macht's gut.